DODI releases.
place is infested with Nazi pigs. You should be careful. Do not kill anyone unless you have to. What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static. Großzügiger Nazi Hass in der halbnackte Ehre. Was? Er ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Aber solange ich dich habe, wird mir nichts passieren. Nichts. Schmitz, the baker shop. Kessler, I found Agent 2's house. Die Narzissen singing in moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Bloody hell. Where's your shirt, you handsome sod? Pippa, you're agent too. It's Nurse Inga now. Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. So this is where they transferred you? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party.
Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my bristles. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blazko. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. These hinges are rusted. Come help me with this, Blazko. The tunnel is a 9.4 meters twin to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. And don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Them hinges don't rust till I get back. Quatsch, Helga! Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem! Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmals, lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen! Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga! Springen Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie! Fuck! Bevor Sie gehen, Ober, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben.
Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Sowas würde ich nicht mal meinem Feind vorsetzen. Hilda! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Do you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz. Oh. Kommen, Frau Obersturmbannführermannschaft. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Jawohl. Fassen Sie nichts an, hören Sie! Ich bin gleich da! Erschießen Sie ihn! Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Was? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Christ.
Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Pippa, behind you! Listen, Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? I don't know. Some kind of workshop. Close to What's your location? I don't know. Some kind of workshop close to the old town. On my way, kid. Thank you.
Hello. Okay, Kessler? Annette is gone. She wanted to find her friend. Stur wie ein Maultier, das Kind. I will take these flyers and cast them out over Berlin, just like my wife did. Maybe it's like pissing in the ocean, but every drop spreads ripples across the water, no? If you choose to do nothing because you feel insignificant in the grand scheme of things, you might as well be an ant. And if I die,
I know I will have deserved to meet her again. I know I will have deserved to meet her again. I'll come with you. No. Best if I go alone. You stop Helga. First, help me open a way through the blocked doorway. Found this in the boathouse. You've taken my friend. I will be fine. Thank you.
still there, Blazkowicz? I'm here, Kessler. What's your status? Crazy as a loon, Kessler. Thank you.
vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger.
deeper and deeper into the rotting bowels of the earth, into the dark places that are left forgotten. Commandant, the men are under the next.
Thank you.
Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie daran. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter, Rudy? I must say you're stuck. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna is so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner? Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Kohärentenkacker hier, sehen Sie? Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ein bisschen emotional. Helga, was ist das? Hallo. Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Du siehst so aus. Keine Angst, ich bin jetzt da und ich habe lecker Fleisch für dich mitgebracht. Ja, American Flash. Gaggenhör. Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, Helga, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, bitte!
Ah!